Ein Bier aus Polen, das schmeckt wie eine Pina Colada. Wir machten sowas. Pinta macht das. Und jetzt kommt das Bier bei Probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probiert.tv. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt vielleicht die Sonne heute genossen oder genießt sie noch. Und freut euch vielleicht auf euren nächsten Kuba-Urlaub, denn irgendwie muss Kuba dieses heutige Bier inspiriert haben, denn es ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das die kubanische Flagge? Ich glaube, oder ist es Puerto Rico? Ah, ich hätte es besser vorher nachschauen sollen. In jedem Fall Pina Colada Ale steht auf dem Programm und ja, es heißt Ananasi. Ananasi. Und ich glaube, das Wortspiel funktioniert im Deutschen ganz genauso wie im Polnischen. In diesem Fall ist es ein Bier, was 7,1 Volumenprozent hat, 16,5 Grad Plato und soll serviert werden zwischen 7 und 5 Grad. Das entspricht vermutlich auch einer guten Pina Colada. Hier werden Tacos empfohlen, die man dazu probieren soll. Das Wort verstehe ich zumindest. Brova Pinta hat das Ganze gemacht. Die Original Polish Craft Beer Revolutionaries, genau. Das war nämlich so eine der Brauereien, mit der die Craft Beer Revolution in Polen angefangen hat. Und in diesem Bier haben sie 20% frisch gepressten Ananassaft noch verwendet. Und jetzt fehlt noch die Kokosnuss. Da hat man nach der ersten Fermentation in die Reifung 40 Kilo Kokosnusschips gegeben, die dazu dann noch im Rum eingelegt waren. Und damit kommt dann auch der Rum ins Spiel. Und meines Wissens ist dann die Pina Colada fertig. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Ale, obergärig das Ganze. Und ja, offensichtlich etwas, was man im Sommer trinken kann und soll. Für die Bottlecap-Fetischisten unter euch, hier haben wir noch das Pinta-Logo auf der Flasche. Und Haferlaktose sind noch mit dabei und jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier so ins Glas bekommen von Brova Pinta. Ich bin ja fast sicher, dass man da noch ein bisschen was aufschütteln muss. Ja, das haben wir doch aber ganz gut hingekriegt. Es ist eine schöne goldene nahezu vollständig getrübte Farbe, schöner, fluffiger, weißer Schaum obendrauf, ein anderthalb Finger breit, haftet herrlichst am Glas und man sieht auch schon ein bisschen Kohlensäure drin, aber der Schaum, der hat wirklich eine cremige Konsistenz, sehr schön. Ach ja, also, da ist die Ananas. Ich wollte jetzt gerade sagen, hänge die Nase rein und das Erste, was ich rieche, ist wirklich fette Kokosnuss, aber die Ananas ist auch da, so viel kann ich beruhigen. Leicht süßlich, riecht tatsächlich wenig wie ein Bier. In diesem Sinne, cheers! Aha! So, ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sortieren. Mach nochmal einen Schluck. Also, Ananas haben wir dabei. Kokosnuss haben wir dabei, sogar sehr intensiv. Also Kokosnuss ist eigentlich meiner Meinung nach das treibende Thema hierbei. Wir haben den Rum und den finde ich erstaunlich intensiv. Es wirkt fast eher so, als wäre da mehr Rum drin als Ananassaft. Es hat auch dieses Milchige von der Kokosnussmilch. Es ist kaum bitter. Insofern vergeht so dieses, die Kokosnuss, die schiebt richtig an. Aber es hat tatsächlich also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Kohlensäure nicht wäre, dann wird es schon fast ein bisschen kompliziert. Es hat eine schöne Süße, die aber nicht unangenehm ist, die über die Kokosnuss vermutlich und die in den Ananassaft kommt, also damit sehr natürlich ist. Aber es ist tatsächlich Pina Colada.
und beißt dann eben aus keinen Faden ab. Und hat ein sehr samtiges Mundgefühl. Schönen mittleren Körper. Es ist hinten raus jetzt kein ewig langer Nachtrunk, wobei eben so diese Kokosnuss, diese Süße davon sehr lange nachhängt. Und der Rum ist natürlich allgegenwärtig und präsent und legt sich natürlich auch in den Mund und Rachen. Und es hat dann eine zunehmende Bittere. Also es kommt hinten nach, kommt dann tatsächlich ein bisschen Bittere auf. Aber stand auch nicht drauf irgendwo, ne? Wie viele Bittereinheiten das Bier hat. Ist vermutlich bei dem Bier auch tatsächlich völlig wurscht. Weil Bittere ist nicht das, was dieses Bier machen will. Aber es würde mich jetzt tatsächlich doch interessieren. Ich finde es sehr spannend. Es ist tatsächlich auch wieder nicht meine Bierwelt, weil es mir einfach zu süß ist. Und wenn ich eine Pina Colada trinken will, dann trinke ich eine Pina Colada. Ich finde das schön, dass man sowas machen kann und dass sowas tatsächlich so gut funktioniert. Und offensichtlich ist es ja tatsächlich auch die Ananas, der Ananassaft und die Kokosnusschips, die man da in die Lagerung mit reingegeben hat, in die Reifung, die das dann so krass machen. Und es ist auch die Laktose letztendlich, die dieses milchige Gefühl auf der Zunge erzeugt. Dass da tatsächlich dann Pina Colada-Effekt in Reinkultur bei rauskommt. Ich muss sagen, ich verneige mich gerade vor der Braukunst von Pinta, aber das ist ja, glaube ich, kein wirklich großes Geheimnis, dass die Jungs wirklich wissen, was sie tun. Insofern Ananasi von Brova Pinta, das Pina Colada Ale, bei dem ich immer noch nicht weiß, ist das Puerto Rico? Ich glaube, es ist eher Puerto Rico statt Kuba. Von ProbierTV gibt es für, oder ist es Costa Rica? Ich werde es in die Shownotes reinschreiben, ich werde die Flagge jetzt nachschauen. Ich bin so schlecht in südamerikanischen Flaggen. Aber das soll uns nicht abhalten. Es gibt 4 von 5 möglichen Punkten für das Ananasi von Brova Pinta, das Pina Colada Ale mit der unbekannten Flagge. Wenn ihr andere Biere kennt, bei denen Kokosnuss, Ananas und vielleicht auch Rum gewinnbringend zu einem Pina Colada Bier eingesetzt worden sind, dann bin ich sehr gespannt, weil das macht irgendwie Lust auf mehr. Wie gesagt, auch wenn es eigentlich nicht so mein Home-Turf ist, aber es ist ein Bier, wo ich sage, Kreativität darf wirklich viel und dann verneige ich mich auch davor, selbst wenn es nicht mein Lieblingsbier werden würde. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.